fängst du jetzt wieder an? Die eine Bildstörung. Der Typ, den Eddie Bendler erkannt hat. Ja? Der hat sich ja gleich das hier irgendwo auf dem Bild. In dem Artikel hier. Ja. Und ich habe auch eine Skizze gemacht. Da? Skizze gemacht? Ja, hier. Oh. Hey, komm schon. Du weißt doch, dass die Geschichte mit diesen kleinen grünen Männchen vom Mars nicht stimmt. Aber hey, hey, ich habe eine neue Geschichte. Von kleinen weißen Männchen mit Turnschuhen. Ach, hör zu, Prometheus, im Ernst, ja? Ich glaube, da settelt jemand, da ist noch jemand. Hast du denn in letzter Zeit keinen Druck auf den Ohren? Soll ich jetzt Elfi zu dir sagen? Ach, deswegen, ja, selbst die Götter spüren den Druck auf. Hey, wir sind in einem U-Boot. Ich glaube, das ist normal. Nein, das dürfte nicht sein. Also entweder stimmt was mit dem Regler für den Druckausgleich nicht. Oder wir steigen. Wir steigen? Ja. Aber das geht doch gar nicht. Es gibt doch überhaupt kein Oben und kein Unten mehr. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass es heller wird. Also, ich habe die Bildstörung. Jetzt bitte werden Sie nur die Stimmen aus dem Radio hören. Okay? Und ich glaube, das wird jetzt gerade gesendet. Ja. Weil die Stimmen werden immer deutlicher. Was konnte Angst im Leben wirken? So paradoxes sei mal. Nur und ausschließlich. Ich glaube, dass Serbien und die Balkanländer und ethnischen Ursprung als relativ und direkten Staatlichkeit als absolut betrachten werden. Sie müssen das Recht auf Erhaltung der kulturellen Identität aller ethnischen Gruppen der Mehrheit und der Minderheit anerkennen. Der Aufruf, der plötzlich ein vorher 10.000 Mal so viel aufgehörtes Wort an das Denken eines Menschen richtet, kann zum Aufruhr in der Seele führen und durchziehen in die Welt. Sag mal, hörst du eigentlich auch Stimmen schon aus der Steckdose? Oh nein, Mann, ich kann nur bisher die Sprache nicht verstehen. Sag mal, findest du die Theorien nicht ein bisschen verstiegen? Warum sollten Außerirdische sowas senden? Und an wen bitte? Ja, aber vielleicht sind das ja gar keine Außerirdischen. Sondern? Ja. Ja, vielleicht ist da was schiefgelaufen. Ich meine, die Götter können doch nicht mal eine Fernbedienung bedienen. Das stimmt allerdings. Ja, und mit dem Druckausgleich scheint ja auch irgendwas nicht zu stimmen. Vielleicht stimmt dann in ihrer ganzen blöden U-Boot-Arche was nicht. Ja, vielleicht ist auch mit der Sintflut was schiefgelaufen, Sie haben den falschen Knopf gedrückt? Ja. Aber woher dann das ganze Wasser? Ja, oder auch Pause und der Flutungsvorgang wurde angehalten. Sag mal, Prometheus, du bist doch das super schlaue Computerlexikon. Kannst du das, was die Störer sagen, nicht einfach in unsere Sprache übersetzen? So kann ich dir da leider keine Antwort geben. Ich kann dir nur bestimmte Kurzinfos zu einem bestimmten Thema anbieten. Also bin ich nicht in der Lage, in deiner Suchmaschine was zu finden, weil ich nicht genau die Frage weiß, die ich dazu brauche, um das zu finden, was ich wissen will, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es da ist? So in etwa. Tut mir leid. Okay. Also wir wissen. Der Typ hier auf meiner Skizze. Der ist am 16.09.99 verschwunden. Kannst du damit irgendwas anfangen? Piep, piep, piep. Oh, warte ich. Oh. Bei September sehe ich immer nur die Flugzeuge, die in die Twin Tower rasen. Aber das Verschwinden von Menschen, das gibt's doch überall. Ah! Hier ist ein Bericht über Mexiko. Da verschwinden auch andauernd Leute. Nee, aber nee, da geht's um eine Frau, die nach Verschwundenen sucht. Nee. Nee. Nee, weiß nicht. Er hat gesagt OSZE. Da muss doch 1999 irgendwas notiert sein. Irgendwas! Ja? Los! Warte doch. Ah! Viktor Gonča. Ist bereits der dritte prominente Oppositionelle in Weißrussland, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Die Appelle der OSZE, des Europäischen Parlaments sowie etlicher europäischer Regierungen und russischer Demokraten an die belarussische Regierung, das Verschwinden schnell aufzuklären, blieben ohne klare Antwort. Im Jahr 1994...
Zeit für mich recht schwer zu verstehen, welche Ziele und Aufgaben heute die Mission der OSZE und ihren Vertreter in Belarus verfolgen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie die Menschenrechte nicht sehr bewegen, dass das Schicksal der entführten Oppositionsführer sie nicht alarmiert. Viktor Gonchar, los, such weiter! Ich weiß nicht, da... warte. Ja? Da steht noch was von so einem Preis. Mhm. Von so einem Provinznest. Ja. Esslingen am Neckar, aber eigentlich kann das ja wohl kaum was damit zu tun haben. Nee. Mhm. Obwohl? Ja. Nee, warte, nur so. So.